Ah. Oh, was ist das Das hier? ist live. Ja? Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von. Nee, wir laufen noch gar nicht. Herzlich willkommen von einer neuen Ausgabe von. Nee, wir liefen schon. Für Nüsse mit Dirk und Klalalalaus. Ich glaube, ich höre rechts. Echt? Ja. Nee, warte. Meinst du nicht keine Kopfhörerin oder? Ich darf nicht richtig drinne haben, dann geht's wieder. Schwänze. Also, Oh das Gott. ist Folge 32. Echt? Ist das ein Jubiläum? Was denn? Was ist das? Dieses verzweifelte Echt? Oh, ich habe so ein. Oh. Oh, ich glaube, meine Haare im Gesicht sind länger als auf meinem Kopf. Ich wollte gerade sagen, ja, dein Bart sieht ganz schön lang aus. Ja. Sind das ein bisschen laut sind im Monitor? Nein. Okay. Ja, ich kam ja dummerweise wieder und dann hieß es hier, ich habe viel Bart gebracht, könnt ihr ja irgendwas machen und dann. Ja. Ach Scheiße, ich halte mir die Fresse. Ja. Dirk ist vertraglich vom Podcast dazu verpflichtet, den Bart dran zu behalten, weil sonst seine Plosivlaute immer so durch den Popschutz gehen. Ja! Deswegen sieht es aus, als ob ich einen Hund im Gesicht trage. Und weil du einen Hund im Gesicht trägst. Der hat sich einfach so an den Bart gewöhnt. Ja. Klaus, kannst du mal für tontechnischen Gründen unter deinen Sitz greifen? Ja. Guter Gang. Warte. Warte. Ich reich mal. Warte. Ach so, ich dachte, oh Gott. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Denn Klaus hatte auch Geburtstag. Geburtstag, ja. Und hat seinen einzigsten Geburtstag gefeiert. Er versucht es auch per. Oh, bewusst, dass. Ey, zum Glück habe ich keine. Folie. Stört es? Dann Nein! Oh, meine In-Ohr-Kopfhörer halten das Blut zurück. Das ist ganz gut. Das gerinnt jetzt direkt als so eine weitere. Man hört es vielleicht nicht, aber ich mache gerade ein Paket auf. Ach, echt jetzt? Ja. Was hat denn das für eine Form? Was könnte das sein? Ja, sind so kreativ. Also, entweder ist es eine Whiskyflasche oder ein Riesendildo. Wir nennen es ein Dildo, nicht ihr Dildo. Aus welchem Film ist das nochmal? Was? Das ist irgendwie so eine Flughafenszene, wie jemand beschreibt, dass es zu 90%, wenn etwas vibriert, meist ein Dildo ist. Und dann sagt er, uns wurde angehalten zu sagen. Wenn er vibriert, ist es kein Dildo mehr. Okay. Aber da sagt. Das auch gleich für die Frage nachher. Aber da sagt das tatsächlich. Wir sagen ein Dildo, nicht ihr Dildo. Aber bei dildoking.de. Wird auch bestimmt mehr Vibrator verkauft als. Ich glaube, es geht oben leichter auf als an der Seite, bloß da brauchst du halt Zähne und der Klaus hat sie ja nicht. Nagelfeile? Ah, Nagelfeile, gut, jetzt wird's spannend, der beschreibt's. Um meine Nägel so scharf zu fallen, dass ich das Paket aufmachen kann. Ich dachte, die Eckzähne. Wie, wer war das nochmal bei Sleepy Hollow? Der Hesse. Ja, aber gespielt von. Christopher Walken. Ja. Wir wollen einfach mal zwischendurch was zu sagen. Das ist spannend. Oh mein Gott! Wir schneiden das nachher alles raus. Ne? Ja, klar. Kürzen das ja. Nee, das wäre total albern. Ja. Das ist ein Whisky und ein Dalwhinnie Scotch Whisky. Ja. 15 Jahre alt. Ja. So wie ich geworden bin. Genau. Passend. Dankeschön. Ja. Und der Dalwhinnie sei wohl dort destilliert, wo der kälteste von Menschen bewohnte Ort Schottlands sei. An denen könnte man sich echt zurücksehen in den letzten Wochen, genau. Dann ist es ja vielleicht nicht schlecht. Vielleicht nimmst du einfach einen tiefen Schluck, um dich abzukühlen. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir ein Glas oder? Ja, wie du willst. Ach, ja, ist in Ordnung. Ich lass mal laufen. Ich kann mal sagen, ich bin eh völlig am Ende meiner körperlichen Kräfte. Du warst heute laufen, ne? Ich war heute laufen. Ich habe gestern trainiert, bin um die Halbinsel gelaufen. Mega interessant für unsere Zuhörer. Um die Halbinsel gelaufen und habe da trainiert auf dem Platz. Und dann war mir abends langweilig, ich bin hier mal klettern gegangen. Und ich bin so am Ende heute. Ich bin völlig durch. Deswegen das Whisky tut mir, glaube ich, ziemlich gut. Deswegen hole ich jetzt mal Gläser mit der üblichen Art und Weise, den Klaus singt. Ja, ich war am Wochenende weg in Hannover für Hochzeit, also nicht meine Hochzeit vom Freund. Deswegen war bei mir nichts im Bereich des Sports, sondern mehr des Futterns, weil da meine Mama auch wohnt. Da gab es Futter ohne Ende. Das war eigentlich ganz lecker. Naja, jetzt schreit er die ganze Zeit, ich weiß auch nicht warum. Ja, parallel kann ich ja sagen, die Kellerwochen haben begonnen. Es ist feucht im Treppenhaus.
Ja. Ach, man merkt überhaupt nicht, dass Klaus weg war. Nee. Hat man es gemerkt? Diese Woche könnt ihr einschalten. Diese Woche wird es ernst bei GZSZ. Mehr sage ich nicht. Ja, wenn ihr es diese Woche seht, ansonsten. Ja, ansonsten. Vielleicht in der Mediathek? Ist bestimmt ein Monat in der Mediathek? Länger. Eine Woche? Länger. Also TV Now, da kannst du Folgen, glaube ich, vom halben Jahr noch schauen oder so. Das ist das Now in TV Now. Ja, ja. Und wer hat es, genau, hat Timo mir erzählt, das ist ein geiler Funfact, denn RTL kennt seine User. Wenn du TV Now mit AU schreibst, schaffst du auch auf die Seite. Den fand ich super. Das ist gut. Ja. Now. Now wird TV geschaut. Nice. Das fände ich gut. Süß. So ein bisschen was. Malzig. Ja. Butterscotch. Es hat auch wirklich wieder so ein bisschen was von Kuchen, ja. Es wird. Ja, ist wahrscheinlich wieder so ein gefährliches Ding von, ach, ja, schmeckt so lecker, dass man wegtrinkt. Ja, wir müssen es wirklich bei dem einen belassen. Ich bin morgen früh auch wieder zum Sport verabredet. Nee, ich würde auch mal. Gut, weil ich stimmt, du warst ja auch die ganze Zeit in der Bahn. Deswegen muss ich dich gleich mal fragen, wenn ich den Whisky reiche, hast du den Brautstrauß gefangen? Danke. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, dass er geworfen wurde. Ich habe gesehen, dass Tauben geworfen wurden. Was? Ja. Hm. Vielleicht ist das so Tradition. In heidnischer Tradition, die Taubenweitwurf. Ja, aber das waren einfach so Bahnhofstauben, die geworfen wurden. Achso. Nein, das waren zwei weiße Kai-Pflaumen-Tauben. Das hatte mir ein Freund mal erzählt. Es gibt unterschiedliche Arten von Brieftauben. Es gibt für so Hochzeiten welche, die kommen wieder zurück und die finden das. Ja, ja. Es gibt aber auch Brieftauben, die sind auf Geschwindigkeit gezüchtet. Die fliegen zum Zielort und sterben da meistens. Ach du Scheiße. Die machen keine Pausen. Also ist getrimmt so einmal Hochleistung, bis das Herz. Das sind die, implodiert. Die so im Ersten Weltkrieg für den Frontbriefverkehr eingesetzt wurden. Wie trimmt man denn ein Tier auf etwas, das man einmal von ihm haben will und dann war es das? Weiß ich nicht, du musst es halt mit kleineren Strecken üben. Und dann. Achso, und dann glaubt es, es kann es, aber ja, kann, wahrscheinlich. Okay. So wie Euripides, glaube ich, Philippides, der erste Marathonläufer, der im. Oder Dr. Ranjit? Dr. Ranjit, der zweite Marathonläufer. Ja, ja. Riecht total mittelfruchtig. Also wirklich gefährlich. Zu mild. Da könnte ich die Flasche austrinken. Schön nach dem Sport. Erstmal eine Flasche Dorbo in die 15 Jahre weg. Der ist echt süffig. Ja. Der ist echt gefährlich. Der hat auch nur 43% fairerweise. Also ich habe schon am Anfang den Geschmack von Alkohol, aber der verfliegt ja super schnell. Also sehr, sehr lecker. Man hat eher die fruchtigen Aromen. So genau. Ganz leicht holzig, aber also eigentlich habe ich sehr buttrig. Ja, genau. Ja. Eigentlich habe ich primär so Butterscotch, den Malzgeschmack drauf, eine leichte Fruchtnote, bums, das war's. Also gar nichts komplex. Ein bisschen karamellig, finde ich immer. So die in die Richtung gehen. Sehr schön. Aber der ist gefährlich. Ja. Wir waren nochmal das Gefährliche, die Hausmarke, ne? Genau, so der halt echt viel Umdrehung hat und schmeckt einfach zu gut. Ja, aber der geht ein bisschen in die Richtung. Ja. Finde ich. Ja, stimmt. Ja, gucke ich mal. Ha? Das Lustige ist, was? Eigentlich war es nicht viel kreativer. Oh nein, es geht noch weiter. Ja. Okay. Es war. Das haben wir vielleicht nicht gehört. Es war schreckt der Penis aufs Mikro gefallen. Ah. Also ich habe auch eine richtig lange Frage vorbereitet. Es ist so richtig gut, dass wir hier maximalen Blödsinn am Anfang machen. Ich würde gerade noch ein Paket überreichen. Ich versuche mal, das diesmal so aufzumachen, dass man es auch hört. Hast du zum Glück vorher nicht. Ja, eben. Kann ich die Pfeile benutzen oder ist da ein Hamster drin? Ja. Also jetzt nicht mehr. Es war, beziehungsweise immer noch einer drin. Vielleicht sind hier zwei drin. Oh nein. Ich sehe meine liebste Kombination aus U und A. Das ist, glaube ich, eine Irritationsfäden. Das Underarmer-Zeichen. Und darüber Dänisch. Laufsocken. Die dänischen Laufsocken. Super. Hatten wir darüber geredet, dass ich keine Laufsocken mehr habe? Nee. So richtig? Ich habe keine mehr. Also jetzt wieder. Jetzt hast du wieder. Dankeschön. Ja. Großartig. Ja. Ich meine so kreativ, weil du hast mir Scotch und Funktionsklamotte geschenkt. Ich trinke ja eigentlich das Gleiche. Das wird es jetzt zur Tradition. Wir sind so alt eingebrachte Ehen. Man spricht das vorher ab. Naja, wenn es Dinge sind, die verbraucht werden oder abgenutzt werden, ist es irgendwie immer sinnig für dich. Ja, und Whisky und Sportkleidung gehören ja auch zum ab. Also Sportkleidung nutzt ja auch ab. Dankeschön. Also wirklich, ich musste ihm heute, weil an Sockenarmut leide, noch andere Socken kaufen. Aber das ist wirklich perfekt, weil meine ganzen Laufsocken sind alle kaputt oder ich habe nur noch einen pro Paar.
Und das bei Laufsocken echt. Das Komische ist, dass man sich die echt selten holt, ne? Weil ich irgendwie. Ja. Sage, okay, für das, was ich laufe, reicht's und für den Athletics brauche ich gute. Und dann merkst du aber auch, also ich hatte letztens einfach mal, weil ich die habe, einfach mal so an beim Training, ist halt so krass besser, angenehmer. Naja, das ist ein gefährlicher Lümmel, dieser Daubeny. Steht, glaube ich, auch in Klammern unten drunter. Ja, der gefährliche Lümmel unter den Scotches. Ja. From the highest distillery in Scotland, set in the windswept Grampian Mountains with their unlimited supply of fresh spring water. Ein gefährlicher Lümmel. Es gibt auch andere Whiskys. Ja. Müssen wir aus rechtlichen Gründen sagen, Dirk. Aber wir sind rechtliche Gründe, wir sind. Der Whisky ist. Ja. Ja? Scotch. Kommt ja aus Schottland. Also zur. Schlägt ja seine Brücke, aber wie so ein Fußballkommentator. Ach, übrigens, wenn ihr direkt zur Frage des Tages springen wollt, geht einfach zur Minute 11. Das fängt in 3 Sekunden an. Also, wow, das sagst du in Minute 10. Ich sag mal Minute 12, wenn wir jetzt noch so weitermachen. Also, fangst du mit einem Rätsel an. Aber du wirst wahrscheinlich drauf kommen. Ein Hund, es war jetzt ein bisschen, Tiger. Ja, warte doch mal, ich habe noch nicht angefangen. Es war jetzt ein bisschen in den Nachrichten am Wochenende. Du weißt nicht, wie viel du mitbekommen hast. Wahrscheinlich gar nichts. Wenig. Gut, dann ist es wirklich perfekt. Ich rede jetzt über eine fiktive Person. Ja? Und als Tipp gebe ich dir einen Schotte, ein Australier, dann wieder der Schotte, ein Engländer, ein Waliser, ein Ire, ein Engländer und als nächstes ein Fragezeichen. Hä? Ich dachte, du kommst drauf. Ich habe gerade, glaube ich, irgendwann ausgeschaltet. Hast du gerade das Vereinigte Königreich mir aufgezählt oder was? Nein, aber wir denken in die richtige Richtung. Großbritannien? Wir reden über eine fiktive Person und der Tipp ist ein Schotte, ein Australier, dann wieder der Schotte, dann der ein Union Engländer, Jack? Ein Waliser, ein Ire, ein Engländer und jetzt als nächstes ein Fragezeichen. Wir reden über James Bond. Wer bitte, wo soll ich denn... Wer wird der nächste James Bond? Es gab nämlich am Wochenende viele Diskussionen. Aber hast du nicht gesagt, das wird Idris Elba oder wie heißt es? Das ist jetzt seine Frage. Das ist naja, wer wird der nächste James Bond? Wir diskutieren wie macht denn Daniel Craig noch? Ich habe ein paar Sachen mitgemacht. Also, so. Daniel Craig ist jetzt vertraglich noch zum nächsten verpflichtet. Was heißt denn das? Heißt das, dass er den nächsten muss er noch machen? Aber er könnte, wenn er wollte, noch mehr machen? Nein, ich glaube, die haben schon angefangen mit dem Dreh. Ich glaube, Daniel Craig hat schon anklingen lassen, dass er nicht so wirklich Bock darauf hat, noch weiterzumachen. Wie alt ist er denn überhaupt? Bei Daniel Craig habe ich es nicht nachgeschaut. Ich habe es bei Idris Elba mal nachgeschaut. Mitte 40 würde ich tippen. Idris Elba? Elba. Gibt es auch diese geile Doku, wie er versucht hat, in einem Monat oder in 6 Monaten oder sowas Boxer oder Kickboxer, also professioneller zu werden, weil er das früher schon gemacht hat, die ist echt empfehlenswert. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie die heißt. Daniel Alter, der Scotch schlägt gerade voll 50. an die... Was? 50. Okay, dann wird Daniel er aber... Daniel Craig ist 50, kann man sagen, bevor er... Idris Elba ist 46. Oder okay. Beziehungsweise wird 46. Okay. In ein paar Wochen. Also es wäre schon cool, irgendwie mal einen Schwarzen zu haben. Genau, so. Nee, nicht einfach per se, sondern Idris ist halt auch einfach eine coole Socke. Ja. Ja, also, der ist halt einfach, der verkörpert halt das, was James Bond hat, so ein bisschen ausmacht, so dieser lässige, coole, lächelnde Gentleman. Ja. Auf der anderen Seite aber der kaltblütige Killer. Ja. Wie heißt nochmal seine Serie als Kommissar? Luther. Ja. Ja, also da ist er, das ist echt, die Figur ist total geil. Halt auch immer die ganze Zeit mit seinem Mantel, den er immer trägt, den Luther-Mantel, der da halt, glaube ich, wahrscheinlich in BBC so geht direkt nach Sherlock dem Mantel, so, weil der auch immer so, und die Figur ist echt, echt gut, so dieses Getriebene und dieser leicht James Dean-Blick, immer dieses verletzt, ja, er hat das, genau, so eine leichte unterschwellige Melancholie. Das ist natürlich schön, weil er dann immer so als eigentlich die Hauptfigur ist und dennoch als Underdog dann halt da so durchgeschoben wird. Und das würde ich den schon. Hast du nicht aber gesagt, mal, dass Daniel Craig und er sich hassen? Nein, das waren. Pass auf. Die Sache ist, Daniel Craig macht diesen James Bond noch, bei dem übrigens Danny Boyle Regie führen wird. Danny Boyle ist? Danny Boyle überhaupt? Ja, Danny Boyle ist der Regisseur von 28 Days Later und Trainspotting. Sunshine. Okay, ja. Also einer der. Zwei nicht so leichte Filme, finde ich. The Beach. Auch. Also Danny Boyle hat schon sehr viele gute Filme gemacht. Slumdog Millionaire, 127 Hours, ist nie so wirklich leicht, das stimmt, aber schon immer so eine, aber halt revolutionäre, gut, ja. Sehr gut gemachte, auch sehr auffällige Filme.
Ich habe alle gesehen, bis auf den Slumdog Millionär. Den habe ich gesehen, ist, würde ich tatsächlich sagen, einer seiner Schwächsten. Ja, obwohl, ich finde The Beach auch nicht so furchtbar gut. Also damals fand ich den Knaller. Ich weiß jetzt nicht, wie der gealtert ist. Also 28 Days Later habe ich neulich noch ein paar Szenen rausgesehen. Da kann ich mir echt nicht viel von ansehen. Echt? Okay. Ja, da fand ich halt das blöd, dass sie eigentlich diese Zombie-Regel gebrochen haben, dass er plötzlich rennt. Da habe ich gedacht so, ja, sie sind ja mehr oder weniger auch keine Zombies, sondern Infizierte. Ja. Ganz genau. Wir sind nicht tot. Die sind nur krank. Das lässt sich ist behandeln. Nicht bei Shaun of the Dead, hast du auch gesagt, don't say the that word. That word, ja. Weil es halt von wegen, ja, die sind halt irgendwie krank und anders, aber sind halt keine. Genau, Danny Boyle wird Regie führen und Daniel Craig. So gilt die Mutmaßung. Also ich habe nämlich noch eine Liste, mit anderen, Kandidaten rausgesucht, die auch auf der Shortlist sind. Die auch alle Bock haben. Ja, das ist mal schwer zu sagen, weil die sich tatsächlich Idris hat auf jeden Fall dazu Bock, nicht äußern dürften. Ach so, okay. Weil das ist tatsächlich, also wenn die zu früh ankündigen, dass sie in Gesprächen sind, und einer, der schon immer gesagt hat, so er darf es nicht sagen, wenn er mit in Gesprächen wäre, ist Tom Hardy. Ah, den und hasst er doch, genau, oder? Daniel Craig und Tom Hardy hassen sich aus irgendwelchen Gründen. Das Problem wird bei Tom Hardy sein, dass man nicht weiß, was James Bond will. Weil man den ja gar nicht versteht. Das stimmt, Tom Hardy also, ist ja, also im Ganzen ist, schaut euch Legend an. Oder Legend, glaube ich. Mhm. Wo er die Zwillingsbrüder da spielt. Ich habe mir das damals in Bristol oder wo ich war angeschaut. Und das war halt echt, alter Finne. Ich habe mir dann später dann nochmal, ich glaube, bei Prime war der oder ist der oder so, habe ich mir nochmal reingezogen und dann auch Passagen nochmal, beziehungsweise Untertitel hat gelesen, was ich immer schade finde, weil ich dann immer natürlich vom Spiel abkomme, aber alter Finne. Also, wenn du normal denkst, du irgendwie so Hafen Cockney oder irgendwas ist halt schwierig, dann denkst du das, was? Ist das eine Variante ohne Zunge? Also, es ist halt irgendwie krass, was der macht. Der neigt ja, Tom Hardy neigt ja öfter dazu. Ja, das ist Til Schweiger also auch, deutlich. Ja, auch Bane ist ja so eine Rolle, der man ihn kaum versteht. Ja, das ist ja auch geil, dass er dann was vom Mund hat und dann auch noch. Ja, ich glaube, er musste sich auch noch mal nachsynchronisieren, wo sie festgestellt haben, man versteht überhaupt nicht, was er sagt. Er hat ja auch noch so ein Ding dafür, immer mit Maske in den Filmen aufzutauchen, also sehr oft mal. Also Bane ist ein Beispiel. Mhm. In Dunkirk sieht man ihn ja nur am Ende einmal kurz. Ah, ansonsten stimmt. Hat er immer die Fliegermaske auf, den ganzen Film über. Bei Mad Max hat er über große Teile des Films die Maske auf. Genau, also Tom Hardy war eins der Gerüchte, ist auch schon einer, der wohl etwas länger im Gespräch ist. Und das Gerücht ist, dass Daniel Craig diesen oder den nächsten Bond nur deswegen macht, damit Tom Hardy die Rolle nicht bekommt. Also jetzt nicht den, der schon angefangen hat, sondern der... Ja, also doch, den er jetzt schon angefangen hat. Der ziemlich sicher sein letzter wird. Ich finde sowieso... Aber du hast doch gesagt, anfangs den hier muss er eh machen. Ja, genau. Aber das ist doch egal. Wenn er gar keinen Bock drauf hat, da kommt er schon irgendwie raus. Okay. Aber er ist also, das ist jetzt der Letzte, der in seinem Vertrag drin ist. Ich meine, da wäre er schon rausgekommen. Das ist, die haben auch keine Lust damit, das heißt, Snakes on a Plane hätte er gar nicht machen müssen. Ist er auch dabei. Als Schlange Nummer 3. Aber damals hieß es doch von wegen, er hat das gemacht, Samuel Jackson oder wer war da? Der hat das halt gemacht, weil er diesen Produktionsvertrag hatte. Machen, die da kamen. Kommt halt ein bisschen auf die Filme an. Also ich meine, so einen Film wie Snakes on a Plane kannst du ja nicht vermarkten ohne Samuel L. Jackson. Aber in Bond-Film gehen die Leute schon rein. Wenn Haie drumherum wären? Hm. Auch wenn Spectre natürlich ein Reinfall war. Und Snakes das ich ja, on a Plane and Sharks! Aber das finde ich ja sowieso bei den Daniel Craig Bonds, dass sie so ein bisschen mal sehr gut und mal furchtbar sind. Mal auch halb gut. Also zum Beispiel der letzte mit Christopher Waltz. Ja, war das dann ist halt Spectre. Okay, also der war ja bis zur Hälfte, finde ich, bis zu diesem komischen Treffen in diesem italienischen, weiß nicht, Logen-Ding da. Ja. Bis dahin fand ich das ja echt okay, da baust du ja auch. Und danach dachte ich, was? Das ist, Alter, aber auch, also Waltz hat auch irgendwie gespielt, diese Figur, die sich überhaupt nicht verändert und in Gefahr und in Angst und in Wut immer gleich, also dachte ich, es ist auch, also ich finde den tatsächlich noch ein bisschen schwächer, Spectre. Also ich finde den schwächer, also ist eins der schwächsten, also das ist der schwächste Craig überhaupt. Das finde ich nicht. Ich finde, ein Quantum Trost ist extrem schlimm. Ach stimmt, das war ja damals der teuerste und kürzeste, ne? Ja, und für mich der schlimmste Bond von allen. Sogar noch schlimmer als Stirb an einem anderen Tag.
Aber auch die ganz alten Klischee-Dinger, ja, mit auch, diese Show-Dinger. Auch die kann man doch sehen, so als Relikt ihrer Zeit. Aber ich finde, ein Quantum Trost ist unanschaubar zerschnitten. Okay. Also der ist, und hat einen der schlechtesten, wenn nicht den schlechtesten Bond-Schurken überhaupt. Was eigentlich schade ist, weil Casino Royale ist ein sehr guter Bond. Ja. Und für mich ist Skyfall der beste. Der, in dem M stirbt. Also Judi Dench. Und der ist wirklich gut, weil der auch einfach, der hat so eine ganz tolle visuelle Präsentation. Ja, das stimmt. Da fand ich auch den Bösewicht und auch diese Insellandschaft, wo sie dann waren und so. Das fand ich auch ganz, und ganz Bond kehrt zurück in das Herrenhaus in Schottland. Und da war doch Skyfall, das Lustige, wo er mit den, was war das, mit dieser komischen Echse gekämpft hat und dem mussten sie die Handschuhe wegretuschieren oder so? Ja, ein Komodowaran. Ja. Deswegen sehen seine Hände besser aus als der Komodowaran, weil sie... Weil er hatte neue Handschuhe, die wollte er tragen, dann hat er sie mal in einem Take angehabt, mal in einem anderen nicht und dann mussten sie die Handschuhe wegretuschieren. Was für eine Arbeit für einen Praktikanten. Ähnlich wie er den Oberlippenbart wegretuschieren, von... Henry Cavill? Ja. Womit wir beim nächsten Bond-Kandidaten wären. Ah, ist er das? Tatsächlich Henry Cavill. Oh, den finde ich aber auch gut. Superman ist auch Brite, man hört es anhand der letzten Filme, die er gemacht hat, nicht, weil er meistens Amerikaner spielt. Ja, beim letzten Making-of und sowas, da merkst du, dass er Quatsch hat. Aber der halt auch einfach, der saß neben Frost oder wer hat damit gespielt? Peg oder Frost? Ich verwechsel immer. Wir reden jetzt von Mission Impossible. Ja. Peg. Peg. Simon und Peg. Da war dann halt irgendwie so ein komisches Interview-Szenario und den in Verbindung mit dem anderen hast, besonders wenn du halt Peg daneben hast, der sieht halt gerade so aus wie so ein Stier, so ein Monster. Dann hat er auch über diese lustige Szene geredet, die da halt dann irgendwie also diese Kampfszene im Badezimmer, die halt dann tausendmal gezeigt wurde. Mhm. Und wo er sich so die Ärmel so elegant mit den Fäusten... Wo er dann halt irgendwie da hingeht, sich gerade so aufsteht und dann so hochgeht. Und dann, das hat er irgendwie gemacht. Meinte, ach, mach's auf jeden Fall. Und dann musste er das irgendwie bei ABC Network oder News oder sowas, musste das im Studio machen. Und dann hat er gesagt, wir machen das jetzt alle. Man ist halt einfach gekommen. Aber das sieht halt auch... Ich habe die Szene gesehen, die sieht halt aber auch einfach martialisch aus. Jetzt habt ihr gerade durchgeknallt. So, und dann geht er halt nach vorne und keine Ahnung, wird er wieder durch die Wand geschmissen. Und er sieht halt neben Hanks halt ein Cruise. Hanks gegen Tom Cruise sieht er halt auch einfach monstermäßig groß und stark aus. Und da wollte er auch irgendwie die ganzen Stunts selber machen und durfte ja vieles machen. Und dann bloß bei dem Helikopterflug bei dem Halo-Jump, da hat dann Cruise zu ihm gesagt, so, ich weiß, das würdest du gerne machen, aber wenn du das machst, ich kenne dich bis jetzt und du würdest mich und dich umbringen und deswegen lassen wir das. Und okay. So, aber sonst wurde, weil er hat ja dann halt auch irgendwie Motorradfahren gelernt innerhalb von einer Woche und konnte ja gar nicht Motorrad fahren, hatte keinen Führerschein und dann hat er noch so einen Motorrad-Stunt-Workshop halt dann irgendwie gemacht, dass er das auch noch lernt. Und dann hat er die Story erzählt dann, wie Cruise sich bei den dummen House-Jump da halt den Knöchel komplett gebrochen hat. So. Das ist, schöner Take. Oh. Ja, und wie dann auch siehst du, dann geschickt, hoch. Ja. Und dann, oh, das ist so schlimm. Und wie sie dann halt einfach Pause gemacht haben für, weiß nicht, 2 Monate. Und er hätte eigentlich normalerweise noch längst Reha machen müssen. Mhm. Und dann haben sie halt angefangen zu drehen, während der noch gebrochen war. Weil sie gesagt haben, ja, ich muss halt weiter. Ja, aber wie geht denn das? Ja, es war schon schmerzhaft, aber ich muss... Ja, aber sie sind gelaufen. Ja, das stimmt. Naja, aber den finde ich halt auch sympathisch. Also wir können ja mal sagen, für alle, die jetzt in den letzten Minuten ein bisschen verwirrt waren, Henry Cavill hat beim letzten Mission Impossible Fallout mitgespielt, ist der aktuelle Superman, bekannt geworden durch die Serie The Tudors. Ah, okay, die habe ich nie gesehen. Ich habe auch nur Ausschnitte davon gesehen, aber das war so eine seiner ersten. War er da auch schon so größeren Rollen? Nee, überhaupt nicht. Okay. Ziemlich schmal. Der hat für Superman so angefangen, so ein Tier zu werden. Ich glaube, ja. Ich kann mir Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass er dann zwischendrin mal in etwas kräftigerer Form ist, aber halt nicht so austrainiert wie bei Superman. Das ist ja albern und auch ein Zustand, den keiner halten kann. Und Henry Cavill schafft es natürlich auch, was Brusthaare angeht, haben wir auch bei Superman gesehen, durchaus Sean Connery Konkurrenz zu machen. Ist so pelzig? Oh ja. Okay. Also vielleicht nicht ganz wie Sean Connery, aber hat durchaus eine behaarte Brust. Auch für Superman natürlich ungewöhnlich. Also ich glaube, Idris wär interessanter. Also er ist totaler Sympath, aber er würde halt 1:1 in diese Bond-Riga wieder passen. Selbst Craig ist da ausgebrochen, weil der halt einfach mit seinen Segelohren und seinem leichten Pfannkuchengesicht fand ich das halt einfach nicht so diesen Frauenschwarm, wo du denkst, wow, sagen wir so, okay, dann trainiert er sich halt einen schönen Körper, aber das Gesicht ist immer noch Craig. So, und da ist dann halt... Ich finde auch Daniel Craigs Körper nicht schön trainiert. Naja, ich fand den ersten, weil halt so dieses Stierding fand ich halt schon... Ein bisschen zu bullig für einen James Bond, finde ich. Naja, aber das wurde ja dann auch beschrieben so. Ja, das haben sie aber auch komplett Sie haben es auch genutzt, thematisiert, ja. Genau, als er da den einen verfolgt ist und dann durch Rigipswände einfach rennt, so... Bruch, ich dachte, okay, jetzt wird es albern. Ja.
Was ist denn Nummer 3 oder gibt es nur 2? Pass auf, ich kann noch ein bisschen was zu sagen. Also Henry Cavill ist auch jemand, der hat schon immer dann gesagt so, nee, man weiß es nicht. Freunde, also falls ich mich mit jemandem getroffen hätte, dürfte ich es nicht sagen. Und wenn ich mich mit niemandem getroffen hätte, werde ich es auch nicht sagen. Deswegen sage ich nichts. Da klingt's nach, ich bin's. Also er war schon relativ lange im Gespräch. Er war wohl auch tatsächlich im Gespräch, die Filme von Daniel Craig zu übernehmen. Also nicht, da war er auch. Aber der ist relativ wesentlich jünger als Idris, kurzen oder? Liste, ich muss jetzt mal das Alter von allen Leuten, ich habe es nur bei Idris Elba nachgeschaut, ich würde aus dem Stand sagen auch, also das ist natürlich eine Sache, die einfach gegen Idris Elba spricht, dass er schon 46 ist und damit nur 4 Jahre jünger als Daniel Craig. Henry Cavill. Ich würde beschreiben, dass er wahrscheinlich 1-2 Bonds dann höchstens hätte. 35, oder? Genau. Genau. Ja, ich meine, Sean Connery hat es auch noch relativ lange gemacht, aber auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, heute sind die Bonds natürlich ein bisschen actionlastiger als damals. Wer produziert denn das? Wer ist denn da mittlerweile hinter? Barbara Broccoli. Das ist die. Ich meine, welche große Produktion? Sony. Okay. Genau, das kann ich auch noch sagen. Barbara Broccoli, oder ich glaube, die macht es inzwischen, vielleicht macht es auch schon ihre Tochter oder ihr Sohn. Aber die ist die Tochter des Originalproduzenten, Alfred Broccoli. Und die hat gesagt, die können sich durchaus vorstellen, als nächsten Bond einen Schwarzen zu besetzen. Mhm. Einen schwarzen Schauspieler. Und Sony soll wohl jetzt gesagt haben, nachdem es halt vor ein paar Jahren schon mal rumging, als die ganzen internen Sony-E-Mails geleakt sind, hat jetzt wohl ein Sony-Vorstandschef auch offiziell gesagt, Idris Elba sei auf der Shortlist dazu, den neuen Bond zu machen. Genau, Henry Cavill hat auch durchaus Agentenerfahrung, nicht immer Mission Impossible, sondern auch The Man from U.N.C.L.E., Guy Ritchie-Film zur damaligen Serie Solo für U.N.C.L.E. Ich finde aber Idris, also der strahlt halt einfach eine Souveränität und eine Menschenerfahrung aus. Der andere ist halt unheimlich sympathisch, finde ich, charmant und ist halt definitiv halt so ein Lady-Charakter so, wo du sagst, oh, was für ein Leckerchen und dann noch der Körper und so was. Mhm. Und Idris ist halt so einfach so mehr so ein kerliges Ding, finde ich. Ja. So. Aber halt so ein charmantes, also er ist jetzt nicht, ist ja kein Bulle, ist jetzt nicht so ein Stier. Könnte mit Sicherheit auch dahin trainiert werden, aber er wirkt eher aber mehr so, eine, nicht, so souveräner. Ja. So. Ja. Ja, genau, so ein bisschen das Charmante, so ein bisschen so ein halbes Lächeln. Ja. Ich kann mal sagen, wer jetzt noch auf der Liste ist. Warte, welche Seite? Ich habe jetzt ein paar. Auf der Shortlist daneben wäre auch noch ganz anderer Typ, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston hat Loki gespielt in den Thor-Filmen. Hat in der Amazon Prime Serie The Night Manager mitgespielt. Aber den ersten Loki, der ersten Thor hier, der mit den schwarzen Catcherlocken. Ja. Ach scheiße, ich weiß nur, aber Inzwischen natürlich auch ein bisschen älter, aber auch, ich glaube, Anfang 30. Kann mir gar nicht vorstellen, grad, wie der aussieht. Ich will mal ganz kurz ein Bild und teils den. Aber ich habe Tom Hardy jetzt so schnell abgehakt eigentlich. Also ich finde, Tom Hardy wäre als Typ mehr so Bond die Maschine. So. Weil der ist halt so aber definitiv kerliger als Idris, finde ich. Alter, der sieht einfach aus wie so ein geprügelter Straßenjunge. Ah, okay. Es gab ein Bild von Tom Hiddleston, das hier alles zum Schweigen bringt. Das Gesicht ist echt diese zarten, runterfallenden Augen und dieser kleine Vogelmund. Reden wir noch mal ganz kurz über Tom Hardy und dann bringen wir Tom Hiddleston rein. Also ja, aber Tom Hardy kann halt auch smart. Also denkt mal an ihn in Inception. Wo er auch einfach nur so eigentlich der elegante Ladies Man im Anzug ist. Ja. Also ich das fand die kann beiden, er durchaus. Ich fand ja die beiden Brüder in Legend halt auch super gespielt. So. Oh. Er hat ja damals auch gesagt, ich mache nur die Rolle, wenn ich beide spiele. Und sagte, was? Und das war ja seine Herausforderung. Und die sind ja vom Auftreten sehr unterschiedlich und auch sehr gefährlich und auch elegant. Die haben ja auch diese Zeit, was ist es, glaube ich, 30er oder 50er? 50er ist ein bisschen später, glaube ich. Okay. Ja, das ist müsste nach dem Zweiten Weltkrieg sein. Ja, und naja, die eine Figur ist halt sehr, also der mit der Brille, die Version des Bruders, der Homosexuelle, der hat eine sehr charmante, elegante, aber gleichzeitig auch eine sehr, sehr gewalttätige Art, wenn es sein muss. Und der andere ist die ganze Zeit, wo du denkst, okay, der knallt dir gleich eine. Aber ganz ehrlich, finde ich, für den klassischen Bond und man mal was ausprobieren möchte, ist, glaube ich, Idris interessanter. Würde ich so tippen. Ja. Also wie gesagt, das, was wir jetzt auch noch schon haben, Tom Hiddleston, relativ bekannt auch inzwischen. Aber, und das ist halt auch eine Sache, nicht zu bekannt. Mhm. Weil das sind ja auch die Bond-Schauspieler, sind ja nie so der größte Star ihrer Zeit, sondern immer jemand, der so ein bisschen so in der unteren A-Liga, obere B-Liga spielt. Filme und so eine Dinger gemacht. Ja, genau. Also das sind, und die dann halt das benutzen, um ein paar andere Sachen zu machen, aber auch danach auch abtauchen.
Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tom Hardy einfach derzeit noch ein bisschen zu viel Star-Power hat und zu viele Hauptrollen. Der hat halt einfach schon krasse Dinger gemacht. Ne? Eben, also halt wirklich, der ist jetzt in mehr oder weniger in jedem Christopher Nolan-Film dabei. Okay. Also war in Inception dabei, Dark Knight Rises, Dunkirk. Ne, und das ist natürlich auch was, wo er, glaube ich, richtig Lust drauf hat. Mad Max war ein Riesending. In super vielen britischen Indie-Produktionen ist er noch dabei. Ich finde auch, dass man ihn einfach durch seine Filme und weil er diese Figuren auch so mag, glaube ich, zu sehr abgespeichert hat als einfach durchgeknalltes Monstertier. Ja. So. Und dann jetzt vielleicht für die Produktion nicht so interessant ist zu sagen, ja, guck mal, dann zeigen wir, was der noch kann, sondern vielleicht zu sagen, die Leute assoziieren eher das und denken jetzt, okay, das wird jetzt ein Bond, den man gar nicht einschätzen kann, der nicht mit dem Anzug hier steht und sagt von wegen, ich hätte gern irgendwie Wodka-Martini geschüttelt, nicht gerührt, sondern der einfach jemand anguckt und mit der offenen Hand ihn einfach ins Gesicht klatscht und dann das Gesicht fast weg oder so. Also ich sehr viel Direktes, sehr viel Brutalität würde ich da erwarten, so als Figur. Und dann ist halt die Frage, wollen wir halt das, was er schon präsentiert hat, so mit reinbringen oder sagen wir schneiden da voll gegen und gibt ein ganz anderes Gesicht? Also es ist tatsächlich auch, es kann sein, dass Tom Hardy sowieso nicht könnte. Ende des Jahres kommt Southpaw 2. Jetzt wird abgerechnet. The Southpawning. Ja, Jake Gyllenhaal, auch eine Variante. Tom Hardy spielt jetzt Venom in den Sony-Marvel-Filmen. Echt? Da habe ich den Trailer gesehen. Und das, wenn Venom ein Erfolg ist, dann weißt du ja immer, bei so Superheldenfilmen ist er wahrscheinlich jetzt vertraglich für 10 Jahre und 6 Filme gebunden. So. Also das kann sein, dass er sowieso einfach nicht die Zeit hätte. Weil wenn er das noch macht und James Bond wäre, finde ich unwahrscheinlich, was den Terminkalender angeht. Ich weiß jetzt nicht, die Venom-Trailer lassen jetzt nicht unbedingt vermuten, dass es ein Mega-Erfolg wird. Ja. Aber man weiß es natürlich nicht. Welche Nationalität ist nochmal der Aquaman? Jason Momoa ist Amerikaner. Ach so, Hawaii. Hawaiianer, ja. Der wäre ja lustig. Ja, aber ein Amerikaner, vollkommen undenkbar. Ja. Da gäbe es dann aber noch ein paar andere amerikanische Karten. Also das halt zu Tom Hardy. Wie gesagt, Tom Hiddleston wäre halt eher so ein bisschen wie Pierce Brosnan. Also smarter, körperlich jedem unterlegen. Ja. Also vielleicht wäre der so ein Kandidat, weil man mit denen überhaupt nicht rechnet. Also wenn ich den sehe, dann sieht der halt aus wie so ein zarter kleiner Vogel. So, der hat so mit Äuglern und Mundspitz und bla. Aber das war Brosnan ja auch mehr oder weniger. Der war ja auch nie richtig trainiert. Ja, aber halt der hat halt eigentlich das, was er bei Remington damals immer gemacht hat, das war ja eigentlich das Gleiche. So. Also er hat ja nicht viel anders gespielt als bei Remington. Das fand ich aber halt das krass. So haben sich ja viele empfohlen. Also Roger Moore hat ja vorher auch Simon Templar gespielt in der The Saint-Serie. Okay. Obwohl er eigentlich die erste Wahl für den ersten James Bond war, aber da konnte er nicht, weil er Simon Templar gemacht hat. Pierce Brosnan konnte damals auch nicht, weil er Remington Steele gemacht hat. Und jetzt bei Tom Hiddleston wäre es halt The Night Manager, ich finde die Serie ganz furchtbar. Eine typische Romanverfilmung von so einem Roman, den man am Flughafen im Buchladen mitnimmt, weil man sein eigenes Buch vergessen hat. Auf Amazon Prime war das ja auch einfach so, er ist im Hotel und er kümmert sich da um die Geschäfte der Kunden in der Krisenzeit in Ägypten und ist so ein bisschen der smarte Typ im Anzug, der das halt alles irgendwie regelt. Okay. Aber ist ja auch eine Seite von Bond. Ja. Also und das wäre natürlich bei Kong Skull Island ist ja so ein bisschen mehr der Actionheld und hat sich ein bisschen mehr in Form trainiert, aber das sieht irgendwie ein bisschen deplatziert aus an ihm. Ja. Also vielleicht ist es das Ungewohnte, vielleicht liegt es auch an der Art des Trainings, die er gemacht hat, aber es sieht ein bisschen, sein Kopf wirkt ein bisschen verloren auf einem muskulösen Körper. Weil der Kopf einfach zu klein ist? Ja. Na, das ist ja dann auch immer die Kunst des Trainers, ne, der sagt, ja, eben, muss sein Körper halt proportional anpassen. Es ist ja nicht seine Schuld, natürlich. Ja, aber ich glaube, so, sich so in Form zu trainieren für Bond wäre eher nicht seine Sache. Wie gesagt, aber es wäre ja durchaus auch mal eine Abwechslung. Vielleicht wird es wieder ein bisschen witziger, ein bisschen leichter, nachdem jetzt die Craig-Filme eigentlich alle sehr ernst waren. Ja, okay. Und Bond war ja auch schon mal nicht schlecht. Aber das ist James Bond. Also ich meine, ja, aber die Roger Moore und die Moore-Filme waren ja fast schon Komödien. Ja, mittlerweile. Aber damals hast du ja über die ganzen Chauvin-Dinger vielleicht nicht gelacht, weil damals war es ja. Aber es sind ja nicht nur die Chauvin-Dinger, irgendwie Moore, der als Clown verkleidet irgendwie rumrennt. Und also der ist schon, waren ja auch teilweise schon sehr rassistische Dinger. Sehr klamaukig. Als Japaner sich die Augen da. Das war Sean Connery. So, okay. Weil wer geht eher als Japaner durch wie Sir Sean Connery mit nach hinten geklebten Augenlidern? Als 2-Meter-Hühne da. Ja. Das ist übrigens, man lebt nur zweimal. Wo jemanden irgendwie so ein anderer mit Handkantenschlag erschlagen hat, in so einer komischen Karateschule, so, ja, wie die alle ankamen und dann war es das. Womöglich.
Das klingt aber auch sehr alles, nach Indiana Jones. Ich habe die alle mal auf DVD in ziemlich enger Folge gesehen. Ja, es gibt bei Roger Moore gibt es auch so eine Szene, wo sein Partner sich verbeugt und der tritt ihm ins Gesicht in der Sequenz. Ich habe die alle mal in sehr kurzer Folge gesehen, deswegen kriege ich die nicht, also die Inhalte nicht genau. Es ist ja auch einfach vollkommen konfus, was genau passiert, in welchem Film. Das ist dann einfach die Kunst, ernst zu spielen, wenn du denkst, okay, Freunde, das würde bei mir nicht, das würde nicht funktionieren. Das ist ein Crack und ich tritt hier einfach nur nach vorne und der platzt. Das ist Quatsch. Naja, aber er ist auch James Bond, der gefährlichste Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät. Ja. Das sind die. Ich habe ja noch zwei andere Kandidaten, die auf der Liste stehen. Ich finde vielleicht so ein paar andere, wo man noch überlegen könnte. Der eine ist Damian Lewis. Ich glaube, bei dem müssen wir gar nicht lange reden. Sagte mir vorher auch nichts. Hast du mal die amerikanische Version von Homeland gesehen? Wie die amerikanische Version? Das ist eigentlich eine israelische Serie. Ja, aber ich meine, alle kennst du nur im amerikanischen. Okay. Gut. Also kennst du jemanden, der die Originalserie Nein, aber es ist, ich sag's ja nur, das ist Damian Lewis, da die Hauptrolle gespielt, also den wiedergekehrten Soldaten gespielt hat. Rote Haare. Der ist Brite. Ist auch schon ein bisschen älter, ja. Okay. Aber mit dieser Serie und mit den Fans, und das ist ja weltweit. Ich finde auch, er sieht einfach nicht aus wie ein James Bond. Ja, nee, also, ich meine, die anderen, ist halt interessant, aber das ist so, nee. Ja, also Damian Lewis, rothaarig, bisschen älter, sieht ein bisschen aus wie der den Schurken bei Die Another Day gespielt hat. Oh, wer war das? Gustav Graves. Ich habe gerade den komischen Medienmogul vor Augen, den kleinen, der mich immer an Axel erinnert. Nein, nicht Vincent Price. Hat den Aber Axel Schurken sieht ein bisschen aus wie der, oder? Ja. Den Schurken bei Stirb an einem anderen Tag spielt jetzt die Hauptrolle in der Lost in Space-Serie auf Netflix. Spielt dann den Vater nicht wiederzuerkennen. Habe ich auch nicht gesehen. Nicht wiederzuerkennen. Jetzt ist er richtig ein bisschen trainierter, ein bisschen bulliger. Also Damian Lewis finde ich auch, wäre schon vergleichsweise unwahrscheinlich. Also kann ich mir nicht vorstellen. Er tatsächlich noch, aber eigentlich auch nicht Michael Fassbender. Michael Fassbender ist aktuell Magneto. In den X-Men-Filmen? Habe ich nie gesehen. Hast du 12 Years a Slave gesehen? Nee, habe ich eben nicht. Da spielte den brutalen Sklavenhalter. wo hat er noch mitgespielt? Dalwini. Was um alles in der Welt. Das ist Michael Fassbender. Er sieht so ein bisschen aus wie der Doc. Gute Beschreibung für unsere Zuhörer. falls der Doc es hört, dann weiß er, dass er so ein bisschen aussieht wie... Bei 300 hat er mitgespielt, stimmt. Was? Bei 300, er hatte eine ganz irre kurze Rolle in Zoolander. Er ist einer von den Models, die am Anfang in der Tankstelle sterben, in diesem... mit dem Benzinduschen. In dem Benzinkampf. Gut, sie wollten doch nur Spaß haben. Er hat auch in dem Danny Boyle, das könnte vielleicht passen, weil wir Danny Boyle jetzt wie Sam Mendes hat 2 gemacht, Skyfall und Spectre. Und wenn Danny Boyle vielleicht auch 2 macht, danke Adele, wenn Danny Boyle auch 2 macht, Danny Boyle hat nämlich schon mal mit Fassbender zusammengearbeitet in Steve Jobs. Wie alt ist der? Der ist gar nicht so alt. 77 geboren, 41. Das ist gutes Alter. Also, der nächste Bond wäre wahrscheinlich erst in 3 oder 4 Jahren, dann wäre er auch schon wieder 44. Aber das ist schon wieder so ein, glaube ich, ein Kandidat, wie du vorhin gesagt hast, unbekannt. Deswegen interessant. Ja, also unbekannter als die anderen. Der ist so genauso das richtige Maß an Mischung aus Bekanntheit. Ja. Man kennt das Gesicht eigentlich, also gesagt, gerade auch als Magneto aus den X-Men-Filmen kennt man ihn eigentlich. Jetzt gibt es aber was handfest gegen Michael Fassbender spricht. Ist nämlich halb Ire und halb Deutscher und in Deutschland geboren. Und damit nicht so Joey Kelly. Nicht so furchtbar britisch, wie man sich das vielleicht für einen James Bond. Er muss ja Nordire sein, ne? Ire an sich reicht ja nicht wirklich. Aber das war Dings auch. Dings war das auch. Pierce Brosnan. Okay. Das sind die auf der Shortlist stehen. Es gibt mit, wer ist denn jetzt der deutsche Ire? Michael Fassbender. Ach so, okay, das war ich. Also auch Fassbender. Der Name verrät es auch fast ein bisschen. Also mein Tipp, Idris wird's
Also wäre auf meiner 1, denn der Typ mit dem Vogelgesicht da, mit dem spitzen Mund, Tom Hiddleston, der wäre auf der 2 und Fassbender auf der 3. Weil das sind, die anderen sind halt diese unbekannten Kandidaten, die da, also unbekannter, die da so reinrutschen könnten. Aber ich finde Idris halt einfach. Okay, da wir es jetzt offensichtlich von 1 bis 3 bewerten, sage ich auch, Idris Elba halte ich auch für am wahrscheinlichsten. Als zweitwahrscheinlichsten würde ich aber sagen Henry Cavill. Und dann war Tom Hiddleston. Superman. Achso, ja, Superman. Ja, aber da habe ich gedacht, weil der halt einfach zu perfekt darauf passt, auf dieses. Ja, okay, das. Er ist ein bisschen zu smooth, meinst du? Ja, der ist halt einfach. Also ich mag den aber, glaube ich, einfach auch sehr stark, weil er Superman gespielt hat. Aber ich glaube, das macht er nicht mehr lange bei der rapide abfallenden Qualität der DC-Filme. Aber ja, ich glaube, jetzt wäre die Zeit echt einfach mal so endlich 2018 auch zu begegnen und zu sagen, hier. Ja, wie gesagt, also die Produzenten sind sich ja auch relativ einig. Also das haben die Broccolis gesagt und der Sony-Executive. Die Broccolis. Genau. Und Reis und Hühnchen, was haben die gesagt? Wegen Henry muss doch so den ganzen Tag aber essen. Und Idris Elba heizte das am Wochenende noch an, weil er auf Twitter ein Foto von sich postete mit der Überschrift Elba, Idris Elba. Ja, also das ist so ein bisschen wie der GZSZ-Tweet, die Ende einer Ära. Die Ende vor allen Dingen auch. Ja, ich war ganz da. Was ist denn da los, ey? 15 Jahre. Ahoi. Genau, also. Aber die Frage ist natürlich, wenn Sie jetzt von einem schwarzen Bond-Darsteller reden, meinen Sie zwangsläufig Idris Elba? Was halt wirklich gegen ihn spricht, ist das Alter. Also zum Glück auch bei Bill Cosby. Das wird nicht gut, aber nicht gut. Was hast du mir in das Getränk getan? Ich wollte gerade sagen, redest du jetzt von Bill Cosby? Eine schöne Szene, wenn er der Dame seinen Wodka-Martini hinstellt. Oh. Hier, trink aus. Haben Sie Kinder? Ja, das meint auch Trevor Noah mal. Es gibt Ghost Dad, eine ganz andere Bedeutung, stimmt, wenn Bill Cosby durch Wände gehen kann. Es gibt ja neue Bond-Romane. Also nach Ian Flemings Ableben. Gibt's immer noch? Also es werden genau, Bond, also natürlich nicht mehr von Ian Fleming geschrieben. Der ist ich meine, aber ich dachte, es gäbe zum Beispiel ja, immer erst den Film und dann das Buch dazu. Nein, es war auch andersrum. Es fing ja als Romanserie an. Ja, aber ich dachte mittlerweile, weil das so ein Monster-Ding ist, dass man sagt, raus. Es gibt noch Romane, es gibt auch Gibt es auch Romane, die nicht verfilmt werden? Ja. Okay. Der Großteil. Also ich glaube auch, die neuen Bonds basieren allesamt nicht auf irgendwelchen Romanen. Aber sind die dann, werden die auch über Sony vertrieben? Also hat Sony Hand auf alles? Nee, die haben, glaube ich, einfach den alten Verlagsvertrag. Und das macht der Ian Fleming Estate, also seine Nachfahren, regeln das, was da unter dem Namen Bond veröffentlicht werden darf. Die haben doch dann bestimmt irgendeinen Ghostwriter, wo sagen, den Stil und los. Ja, natürlich, ja. Also das wird versucht, dem Stil anzugleichen, den Stil durch moderner zu machen, weil die Ian Fleming-Bücher auch teilweise unlesbar sind, weil das halt so im Stil der Zeit irgendwie dann schweift über 3-4 Seiten ab, wie man einen perfekten Martini zubereitet. Es gibt auch eine relativ erfolgreiche Comicserie, in der James Bond dann so eine Mischung aus allen bisherigen Bonds ist. Das ist einfach so ein sehr typischer Bond. Nice. Und der aktuell gibt es einen Roman, der heißt Trigger Mortis. Furchtbarer Titel. Von Anthony Horowitz. Furchtbarer Name. Und das Audiobuch dazu. Gelesen wird, von Idris, nee Quatsch, von nee, Tom Hardy. Aber von einem schwarzen Schauspieler. David Oyelowo. Aber das sieht man gar nicht, ja? Oyelowo. Nein, aber das war jetzt in Überschriften so, ja, naja, es gibt jetzt so halb zumindest den ersten schwarzen James Bond. In dieser Audiobuchform. Ich kann ja mal hier ein Bild von David Oyelowo zeigen. Ich glaube, der wäre halt einfach nicht. Könnte ich mir. Theodore. Ja. Könnte ich mir einigermaßen vorstellen. Auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich nicht die Star Power, um das zu ziehen. Ja. Dann als schwarzer Schauspieler wäre natürlich irgendwie so jemand wie Chadwick Boseman, der Black Panther spielt. Was glaubst du denn, was mit dem Tom Hardy passiert? Aber der ist Amerikaner. Wird er noch ein bisschen mit rumgechimmelt oder wird er so von wegen... Ich glaube nicht, dass Tom Hardy das macht. Also er will es nicht. Nee, ich kann mir schon vorstellen, dass er das vor ein paar Jahren gemacht hätte, aber ich glaube,
die Zeit ist einfach vorbei. Weil er, also wie gesagt, gerade wenn irgendwie mit dem Venom und den Superheldenfilmen da gebunden ist, dann wird er keine Zeit dafür finden. Wie gesagt, das spreche für Henry Cavill, weil der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch lange bei den DC-Filmen bleiben will. Weil das ist, also einer nach dem anderen hat sich ja immer mehr zum Debakel entwickelt. Ich finde das und, auch so eine dumme Idee, halt einfach jetzt so eine Art Serie rauszumachen aus den ganzen Comic-Dingern. Ja, ich, naja, das Problem so ist halt, bei Marvel funktioniert es und die DC-Filme haben das halt nie hinbekommen, weil die vom ersten Film an nichts anderes gemacht haben, als irgendwie eine Serie aufzubauen. Und die sind halt alle, also Justice League, nicht nur wegen des entfernten Schnurrbarts, ist halt ein absoluter Zugunglück von einem Film. Ich kann nicht nur empfehlen, wenn der auf Netflix ist, den unbedingt anzusehen, weil der so eine Katastrophe auf allen Ebenen ist. Was ist denn mit diesem Suicide Squad? Doch, das ist nicht mal ein Film. Okay, weil der ist jetzt gerade irgendwie da. Schaust dir an, aber also Batman vs. Superman ist ein schlechter Film, aber Suicide Squad ist nicht mal ein Film. Das ist ein absolutes Debakel auf jeder Ebene. Da geht nichts zusammen. Das sind 8 Filme, die mehr oder weniger ineinander geschoben wurden mit den konfusesten Mitteln. Das ist irgendwie so eine, die haben, als sie gemerkt haben, dass der Trailer gut funktioniert hat, die Firma, die den Trailer geschnitten hat, den aber ganz anders geschnitten hat, als der Film ist. Weil der Film war eher so ein düsteres Crime-Ding und die Trailer-Firma hat es zu ein lustiges Action-Ding, ne? Ja, genau, so zu Ballroom-Blitz, glaube ich, geschnitten. Ja, ja, und viel bunter. Und dann haben sie gesagt, das funktioniert. Dann komm, wir müssen den Film witziger machen. Und der Regisseur gesagt, das waren alle Witze, die in 2 Stunden sind. In der Minute Trailer. Na gut, dann drehen wir halt irgendwie 90% des Films nach. Und dann haben sie gemerkt, das funktioniert auch nicht. Und dann haben sie die Leute, die den Trailer geschnitten haben, gebeten, den Film zu schneiden. Was auch nicht funktioniert hat, dann haben sie so eine Mischung aus dem Originalschnitt und dem Trailer-Studio-Schnitt letztendlich ins Kino gebracht. Ja. Und der Film hat irgendwie so 8 verschiedene Anfänge. Der Film ist wirklich ein absolutes, inkohärentes Debakel auf allen Ebenen und nichts funktioniert da zusammen. Also so wichtige Charaktermomente, die die Figuren haben müssten, hat aus irgendwelchen Gründen hat das eine andere Figur. Was, also... Ich kann mal, ich spoilere das mal ein bisschen. Nee, ich hatte nicht vor, den zu sehen. Es gibt ein Liebespaar. Also es sind doch irgendwie alles wahnsinnige Bösewichte, die sie brauchen, um irgendwas... Ja, eben nicht alle. Also eine ist eine Forscherin und die ist von einer Dämonin besessen. Selbstverständlich. Und die ist mit dem Anführer so einer Spezialeinheit zusammen. Und ja, wie auch immer. Also, wir ist ja wie bei uns. Sie akzeptieren es jetzt einfach alles mal. Und sie sagt ihm, wenn es jemals soweit kommt... dass die Dämonen Überhand greift oder Überhand nimmt, dass sie nicht mehr in ihren eigenen Körper kann, dass nur noch die Dämonen da ist, dann muss er ihr versprechen, sie zu töten. Ja. Und was meinst du, wer sie am Ende tötet? Ich hoffe, ihr Freund. Margot Robbie. Wer ist das? Ja, gute Frage. Nein, das ist die Harley Quinn spielt, die australische Schauspielerin, die auch bei Wolf of Wall Street mitgespielt hat. Okay, aber warum um alles in der Welt macht das eine andere Figur und nicht ihr Freund, für den das der dramatische Bogen des Films gewesen wäre? Was macht er denn? Steht da irgendwo im Hintergrund und macht was anderes. Ja, vielleicht spielt er wenigstens, dass er das sich kann und probiert hat. Nichts funktioniert in diesem Film. Es ist eine absolute Katastrophe. Allen voran Jared Leto und sein verrückter Joker, für den er wochenlang Leute am Set gequält hat. Und ihnen Ratten per Post geschickt hat. Tote Ratten oder benutzte Kondome in DVD-Verpackungen oder Munition oder Krokodillederschuhe und sich von allen nur noch hat Mr. J nennen lassen. Um im Nachhinein zu sagen, wow, war der crazy oder was? Der ist einfach... Ich meine, ist der generell schon immer so gewesen? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch gedacht, er spielt den verrückten Postboten aus den Simpsons. ja, aber der macht das ja nicht. Der, gibt doch keinen verrückten Postboten. Ach, ist egal. Also wirklich in der absoluten Klasse, der auch bei Blade Runner am Set, hast du den Blade Runner 2049 gesehen? Nee. Spielt er auch mit? Und da spielt aber du hast gesagt, der ist gut, ne? Der ist super, ja. Aber Jared Leto ist der absolute Schwachpunkt des Films. Und da spielt er eine blinde Figur und hat sich am Set natürlich wie ein Blinder benommen und braucht eine Assistentin, die ihn herumführt. So. Aber wenn er blind wirklich meint, spielen zu müssen am Set, ja, dann musst du dich vielleicht erinnern, dass die meisten Blinden ohne Assistenten umgehen, sondern wissen, wie man mit Stock und Gehör umgeht. Und seine Figur auch, es ist die Zukunft, hat mehr oder weniger Augenimplantate und sieht noch Form. Naja, wie dem auch sein mag,
Jared Leto wird nicht der neue James Bond. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Tirade gekommen sind. Ich habe nur Suicide wegen Squad. Ganzen, genau, Superman, deswegen genau. habe ich das gefragt. Ja. Und du ja. hast gesagt, schauen dir nicht an. Nein, also deswegen, genau. Und deswegen glaube ich aber, dass Tom Hardy aufgrund anderer vertraglicher Verpflichtungen und Venom ist auch so ein Tom Hardy-Ding. Also Tom Hardy liebt irgendwie Venom. Und schon als es bekannt wurde, hat er sich sofort mit einem Venom-T-Shirt ablichten lassen. Und ich glaube, er hat sogar eine Venom-Tätowierung. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Der hat ja so naja, aber das klassische ist auch so. Britische Tattoos. So. Ja, genau. Also meine ich, das hat er auch. Und deswegen glaube ich, dass das im Moment sein präferiertes Projekt ist, da eher eine Trilogie zu machen. Ja. Und das wären ja dann auch irgendwie 10 Jahre. Und dann, also kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass es Tom Hardy wird. Eher Henry Cavill, wenn es nicht Idris Elba wird. Ja. Aber Idris Elba wäre halt wirklich, das wären zwei oder drei Filme. Ja, aber die wären vielleicht ja. gut. So ja. zwei oder drei richtig gute Filme, weil der halt, glaube ich, Hauptaugenmerk auf Schauspiel legt. Mhm. So. Und dann nicht sagt von wegen, ja, ich kann jetzt, also der würde mit Sicherheit alle Körperlichkeiten, die er erfüllen kann oder durch Training erfüllen kann, auch erfüllen. Aber bei ihm würde ich definitiv sagen, das ist halt nicht irgendwelche extrem krass bla, sondern du bist überzeugt von seinem Spiel. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Schöne, so dass du dann halt sagst, von wegen die Dialoge, wo der Bösewicht dann sagt, was er vorhat, oder Bond sagt, was er mit dem Bösewicht macht, oder bla bla, dass du dann dich darauf freust, weil das halt eine gute Szene ist, oder du nicht denkst von wegen, okay, Walz, Alter, geh endlich raus, dann kann er dich abknallen, sowas. So, das ist ja das schade. Ja. Weil zum Beispiel, wenn du überlegst, hier diese Szene mit den Bösewichten auf dieser Insel mit Craig, der Blonde, der mit bis ihm so gespielt hat, ob er sich ob man nicht weiß, ob er schwul oder homosexuell oder bisexuell ist oder sowas, und dann halt sein Gebiss da rausgenommen, also bevor er es rausgenommen hat, da hatten die halt dieses geile Gespräch, und das hat nur funktioniert, weil die halt gut gespielt haben und nicht, weil es eine geile Halle war und im Hintergrund alte Rechner standen oder sowas. Also so eine Momente. Du musst halt das voll aufbauen, damit dann das andere noch da so als Sahnehäubchen oben drauf geht. Aber wenn du halt ein scheiß Spieler hast, dann brauchst du halt auch die Folterszene in Casino Royale. Ja, genau, ja. Mit Mads Mikkelsen. Ja. Weiter links! Ja, genau da! Da saßen, glaube ich, alle Männer im Kino. Alter, Aber er hat halt auch einfach diesen, ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht auch einfach gesagt hat, hier, ich nehme so ein Suspensorium, aber zieh mir mal ein paar rein, dass ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was spüre und nicht einfach nur, ich spiele das. Also ich glaube, irgendwie gab es da schon einen Reiz. Also es wirkte jetzt nicht so, dass er sich diesen krassen Schmerz und auch diesen fasten Wahnsinn, den er sich zurecht spielt, das einfach nur aus dem Nichts, sondern auch sagt, ey, gib mir mal irgendwas. So, also ist ja auch hilfreich. Einfach mal. Also ich meine generell Impulse zu geben für ein Spiel, sodass du halt da. Ja. Und mit Impulsen meinen wir Impulse auf die Hoden. genau. Das kann ich auch. Ich meine, natürlich, die Reaktion war natürlich, dass es jetzt, wo es heißt, naja, es scheint so auszusehen, als ob Idris Elba Bond wird. Natürlich einfach von den vielen Seiten so, nee, wie geht es? Er ist schwarz. Perfekt. Dann schaut euch andere Filme an, verpisst euch. Herzlichen Glückwunsch. Es ist genau wie mit den neuen Star Wars Filmen, wo es ja auch mehr oder weniger keine weiße Hauptfigur mehr gibt. Okay. Gut, wenn ihr es nicht sehen wollt, raus. Ja. Ich bin froh. Ja. 2018. Ich liebe euren Hass. Und es ist auch mal diese Art so von Leuten, die immer der Ansicht sind, sie können sich nicht mit einer Figur identifizieren, wenn es kein weißer heterosexueller Mann ist. Was für eine verstockte Nazi-Figur. Ja, also deswegen, und ich finde die neuen Star Wars-Filme deutlich besser. Und da sind die Hauptfiguren halt eine Frau, ein Schwarzer und ein Oscar Isaac mit hispanischem Hintergrund. Mhm. Und die einzigen weißen Männer, mehr oder weniger jetzt abgesehen von Luke Skywalker und Han Solo, sind alle beim Imperium. Und das sind Donald Gleason und da ist aber auch was dran, ne? Ja, das Donald Gleason und, wie heißt er denn? Mürrische, mittelalte Männer mit Kylo leichten Ren. Vorbau und, ja. Ja, naja, also. Vorbau. Naja, Donald Gleason sieht eher so ein bisschen aus wie der klassische Neonazi. Und Kylo Ren steht immer so ein bisschen zwischen den Seiten. Wie heißt er? Adam Driver. Ja, und ich kann ja nochmal, ich habe nämlich extra mal nachgeschaut, wie James Bond in den Romanen beschrieben wird. Was ja immer viele Leute dann heranziehen als, aber hier in den Romanen wird eindeutig gesagt, ist es generell relativ konsistent. Das erste Mal wird er beschrieben in Liebesgrüße aus Moskau. Er ist schlank, relativ groß, hat eine 3 Zoll lange Narbe, eine vertikale Narbe auf der rechten Wange, die noch kein Bond hatte.
was auch für einen Geheimagenten ein absoluter Schwachsinn wäre. Ist halt auch nur so eine auffällige Action-Sache. Ja, eben. Also das wurde immer weggelassen. Das würde Tom Hardy wahrscheinlich stehen, habe ich gedacht. Ja. Wo ich weiß nicht, ob Brosnan... Ah, eine Scar von War. Ob Brosnan das mal hatte. Genau, er hat einen... Brosnan hat die Tür nicht aufgekriegt auf der Yacht. Das wäre das Geile. Als halt irgendwie dieser Bond, wo er diesen komischen Superhelikopter, wo die eine ihn da gestohlen hat. Ja, diese das ist verrückte Golden Russin. Eye. Genau, Golden Eye. Da stand er da halt... On a top. Da stand er halt an so einer ganz schweren Glastür ja. Und man sieht halt, dass er wusste, dass sie schwer ist und steht mit dem linken Fuß so weit nach hinten, lehnt sich so weit nach hinten und zieht die auf und denkst, Alter, wie groß bist du denn? 1,40? Das sieht echt aus, als so ein kleiner Junge endlich mal da rein will. Das war so geil. Und der versucht so souverän zu machen. Somit sieht es halt aus wie eine Tanzdrehung. So, oh, ist die Tür schwer. Naja. Er hat einen schmalen Mund, der als grausam beschrieben wird. Okay, das hätte jetzt Elba nicht so schmalen Mund. Kurze, schwarze Haare, von denen eine Strähne wie ein Komma auf seine Stirn fällt. Also so ein bisschen wie die Superman-Strähne. Ja, der ist ja ziemlich curlig. Das auch ein bisschen. Und blau-graue Augen. Er hat braune, ne? Idris Elba. Ja, aber das ist, ne, ist das Einzige. Also Bond wird auch nie explizit als weiß geschrieben. Ja. Also klar, oder als weiß beschrieben. Klar ist das die Implikation der Zeit. Ja. Und natürlich, ne, wenn er da, aber es ist nicht die explizite Beschreibung von James Bond, dass er unbedingt weiß ist. Ja. Und da ist halt Daniel Craigs blonde Haare genauso eine große Abweichung. Ja, das. Ja. Also, ne? Oder Roger Moore. Also, ich finde ja bei Daniel Craig ganz cool, eigentlich, dass sie den genommen haben, weil der halt auch einfach einen anderen Typ so mitbracht. Ja, ich bin nicht so ein Fan, aber. Ich fand es halt einfach lustig, weil er halt nicht grundlegend diesen Charme halt mitbrachte, den er hatte. Und trotzdem wurde der halt bespielt. So. Also, da haben natürlich dann die Damen, die da mitgespielt haben, sehr viel geleistet, um halt diesen Charme dann halt aufrechtzuerhalten. Klar hat er versucht zu machen, was er macht, aber dann sieht man vielleicht, denkst, aber die Wurst, und dann musste sie das halt so glaubwürdig möglich präsentieren. Dann, ja. Ich mag aber auch seine Berliner Synchronstimme, also der Typ, der ihn synchronisiert, den Craig. Lange nicht mehr gehört, und wenn dann wahrscheinlich nur im Trailer, wie er auf Deutsch klingt. Der hat so ein schlanker, großer Typ mit Glatze oder rasierter Glatze. Ich weiß aber leider nicht, wie er heißt gerade, aber die Stimme mag ich. Ja. Naja, das wären alle Kandidaten. Wer ist denn von den bisher, das können wir vielleicht noch als letztes klären, bisher dein liebster James Bond? Von allen? Ja. Man hört deinen Bart. Ja, eigentlich sagt mir immer nur so ein... Man hört deinen Bart. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Nee. Die ganze Zeit ist so ein subtiles... So ein Reibegeräusch. Wie der Wind in den Weiden. Nur weil ich gerade halt einfach so einen dicken Wulstteppich da dran habe. Den wird man vielleicht auf dem Foto auch erkennen, ein bisschen. Gab es nicht immer nur, dass man überlegt hat zwischen Moore und Connery? Ich bin ja nie so ein Moore-Fan. Ich finde, Moore gehört ja für mich eher zu den schwächeren Bonds, auch wenn er die meisten Filme gemacht hat. Also ich würde sagen, also... Und der Einzige, der bisher verstorben ist. Okay. Obwohl, bei Connery weiß man ja nicht, was er die letzten 40 Jahre gemacht hat, oder? Also ich meine, der ist ja so irgendwo in den Highlands verschwunden. Ich glaube, wenn er tot wäre, würde man es vielleicht noch mitbekommen, aber ansonsten hat sich ja zurückgezogen, ja. Auch aufgrund einiger horrender Fehlentscheidungen in den letzten Jahren, die er noch Filme gemacht hat. Ja, okay. Naja, also zum letzten Film, den er gemacht hat, gehört mit Schirm, Charme und Melone, wo er den Schurken gespielt hat, und The League of Extraordinary Gentlemen. So eine Aber das ist auch schon ewig her. Comic-Film, ja, aber das waren seine letzten Filme. Aber der war so 2003, der war furchtbar. Da musste man nur so reinschauen jetzt bei Netflix. Naja, aber den Film, den er dafür abgelehnt oder davor abgelehnt hat, die Filme, die er davor abgelehnt hat, waren Matrix. Da hätte er Morpheus spielen sollen. Ja. Und Herr der Ringe, wo er Gandalf hätte spielen sollen. Ach Mann. Aber gut, also Sir Ian McKellen ist... wage ich zu behaupten, ein besserer Gandalf als Sean Connery das gewesen wäre, weil Sean Connery einfach ein bisschen, ich finde, ein bisschen zu schnittig und ein bisschen wenig zu sehr wie der Großvater, der gutmütige Großvater aussieht. Also ich denke, also so wie ich da groß geworden bin, das ist ja auch immer eine Weise prägend, so ein bisschen. Vom Spiel her ist es gar nicht so das Spiel, es ist einfach nur, was ich damit assoziiere, automatisch, und das ist, glaube ich, zuerst ist es halt Sean, dann ist es Pierce und dann ist es Daniel, so. Also aktuell.
So, das ist die Reihenfolge bei mir. Bei mir ist es tatsächlich auch ein bisschen zwischen Sean Connery und Pierce Brosnan. Also auch wenn die Pierce Brosnan-Filme teilweise derbe trashig sind, aber das sind halt einfach so die Zeit, die ich im Kino gesehen habe. Ja, ich meine, die Bond-Filme sind ja immer so ein bisschen das Abbild der Zeiten. Also die setzen ja keine Trends, sondern nehmen die Trends mit auf. Es war ja nicht der erste Film, der Parkour-Szenen gemacht hat, Casino Royale, sondern es war zu der Zeit halt einfach gerade trendy, dass Actionfilme Parkour-Szenen haben. Ja. Und dass die Action-Szenen so geschnitten sind wie bei The Bourne Identity. Ja. Und das hat der Bond-Film halt auch mit aufgenommen. Und dann irgendwie, die haben ja zum Beispiel Moonraker haben sie nur deswegen gemacht, weil gerade davor Star Wars im Kino lief. Dann haben sie alles stehen und liegen lassen, schnell ein Drehbuch hingehunzt und dann Bond der auf Beißer. Den mit Lasern auf den Mond geschickt. Voll gut. Was ist eigentlich mit dem Beißer-Schauspieler? Der ist auch verstorben. Oh, Bayern. Aber zum Schluss ist er ja glücklich rausgegangen, ne? Der hat doch diese deutsche Bayer-Bayowaren da bekommen, oder? War es nicht so in Moonraker? Ja. Dass er halt diese kleine gekriegt hat. Ja. Ja. Mir fällt vielleicht noch ein letzter Kandidat ein, wo ich den nie auf einer Liste gesehen habe. Richard Madden hat den ältesten Stark Zone bei Game of Thrones gespielt, der bei der Red Wedding erstochen wird. Rob Stark. Echt? Ich dachte, da würde Dings erstochen. Ah, nee, der ist ja gar nicht. Der wird die Mutter erstochen? Und wer wird da noch? Weißt du nochmal Rob Stark? Ich wechsle immer mit Jon Snow. So, wieder mal ein großes Podcasting. Hä, ist das nicht Jon Snow? Nein. Okay. Ja. Das sieht so aus von der Entfernung hier. Naja, sie sind ja auch mehr oder weniger ein bisschen verwandt. Siehst du? Also in der Serie ein bisschen verwandt. Ah. Ja weiß ich jetzt. Boah. Der ist halt das jung. Ist für mich der ist super jung. Der könnte ungefähr 15 Jahre. Naja, der ist besser. Also Richard Madden wäre schon besser. Hast du gerade Onanierbewegung trainiert? Ja. Falsche Hand. Wir werden sehen. Richard Madden könnte aber auf jeden Fall etwas längere Zeit James Bond bleiben. Okay. Weil er ein bisschen jünger ist. Ja, naja. So. Wer ist dazu, um sonst noch was Gescheites zu sagen? Ich habe am Wochenende einen kleinen Jungen, würde ich sagen, so 8 oder 9 Jahre gesehen, der hat sich auf einen Stein gesetzt und die ganze Zeit so rumgebrabbelt. Und ich dachte, der quatscht ja so. Und da habe ich gehört, dass er singt in Hannover Linden. Und der hat voll das geile Kinderlied gesungen. Ich dachte, wo hat der das denn aufgeschnappt? Der hat gesungen: Eine tote Ente bringst du lieber zum Chinesen. Eine tote Ente sieht ja ziemlich traurig aus. Eine tote Ente bringst du lieber zum Chinesen. Denn der Chinese macht noch was Vernünftiges daraus. Das klingt wie von so einem Karnevalsumzug. Ja, und ich habe gedacht, meine Mutter hat das gehört, hat sie so kaputt gelacht. Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Und das klingt halt auch schon viel sehr, sehr alt. So, wenn ich überlege, die alten in Hannover, die alten Fritz Hamann-Lieder und sowas. So die Richtung, dass es schon uralt ist, solche komischen Lieder. Ja, aber da habe ich gedacht, wie der da so saß und voll konzentriert mit einem 96-Trikot dann da halt irgendwie das gesungen hat. Ein 96-Trikot auch noch. Ja, voll eingetütert, vorne bis hinten. Das war so, das muss ich noch loswerden. Ja, pass auf, aber dafür kann ich mit einer guten Nachricht den Podcast beenden. Bitcoin Gold, gerade bei, ne? 17 Euro. 16,87 Euro. Ach, du, bei was hast du gekauft? War das zweistellig eigentlich? 150. Jetzt überleg mal, wie viel du für 150 jetzt kaufen könntest und dann, mein Freund, investiere uns da raus. Und du? 70? Ja, aber dafür Ether bei 260. Das war die Bitcoin-Stunde mit Dirk und Klaus, Kryptowährungen. Meinst du 2160? Nein, 261. Ich buchstabiere es nochmal. 261 Euro. Oh, die Ohren. Aber die Kaufpreise sind gerade niedriger, also ich glaube, es fällt eher. Ja. Wo stand das nochmal mit den 100.000? Das war ja der Bitcoin. Das Dumme ist, er hat ja gesagt, er weiß nicht wann, aber es kommt auf jeden Fall. Ja, na eben, wir müssen jetzt nur warten. Wir müssen nur geduldig sein. Die ganzen Trottel verkaufen jetzt und wir könnten jetzt kaufen, aber wir sind nicht dumm. Ich schätze mal, wenn du irgendwie auf deiner Ida bist oder sowas, dann ist es plötzlich soweit, dass du es gar nicht mehr brauchst. Du sagst, ach, wissen Sie, meine Aktien laufen derzeit ganz gut, deswegen. Das stand im Spiegel von wegen ganz viele noch scheu vor, aber immer noch die sicherste Altersvorsorge. Ja, 5 bis 6% durchschnittliche Rendite mit einem breit gestreuten Portfolio.
Das bedeutet, nach ungefähr 15 Jahren hast du dein Geld verdoppelt. Und wenn du da regelmäßig ein bisschen Geld nachschiebst, dann ja, tatsächlich relativ sichere Altersvorsorge und natürlich auch eine Rendite, die du mit Sachen wie Immobilien auch nur schwer bekommst. Mhm. Ja, also unsere Empfehlung, kauft Aktien. Und wenn ihr Aktien gekauft habt, dann schickt sie an. Fürnisse@gmail.com. Oder wenn es kurze Aktien sind, bis zu 140 Zeichen, oder 280 gehen inzwischen, an @fürnüsseport auf Twitter. Oder schickt uns ein Foto von eurer Aktie und das postet ihr, wenn man es kann. Ich habe keine Ahnung, als Kommentar. Nicht geht diese. Klaus sagt, er hat schon probiert. Klaus hat gehabt. Aber ihr könnt das Foto beschreiben. Beschreibt es als Kommentar unter einem der Videos im Kanal für Nüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube, wie es gerne Thomas Gottschalk sagt. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, den Gag. Oder ihr schreibt eine Rezension auf iTunes, wenn ihr uns da hört. Und gebt uns eine Bewertung, wenn ihr uns auf iTunes hört. Oder auf anderen Apps. Ich habe schon vergessen, wie die App heißt. Unser Zuhörer hat uns letztes Mal gesagt. My Choice Podcast in your fantasy. Ich dachte, das wäre Grindr Audio. Naja. Ich heiße immer noch Dirk 2000 bei Grindr. Ja, naja. Vielleicht sollten wir eine gemeinsame Seite dann machen, um ein bisschen Werbung zu machen. Haben wir nicht eine gemeinsame Seite, die für Nüsse... Fürnüssepod.com. Siehste? Ja. Aber nicht auf Grindr. Verdammt. Audio. Grindr Audio. Dirk 2000. Kann man irgendwas alle Trackerfreunde auf A2. Upp, upp. Auch das ist ein begrüßtes Geräusch. Das war alles, wie man uns erreichen kann, oder? Ja, anders geht's nicht. Holt euch den Dolby, 15 Jahre, es gibt keine anderen Scotches. Werbung. Wow. Bis nächste Nüsse. Bis, ja, nächste Nüsse, ihr heißen Nüsschen da draußen. Ne? Da macht jemand schön diese Kopfabreißer-Geste. Wie geht die?